Das riecht nach Boston. Ja, das riecht nicht nur so. Das hört sich auch so an. So, immer schön. Ah, reicht das? Ja, es reicht. So. Was ein Fail. So. Na, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. So. Ist das ein Crap hier? Oh. Alter, Alter. Das ist aber auch wieder mies, wa? Nicht aufpasst. Ah, da ist man am Arsch. Aber so richtig am Arsch. Ach du Scheiße. So. Ah, komm schon. Oh, komm. Oh, komm. Jo. Alter Walter. Oh oh. Wenn das schon kommt, dann riecht das hier verdammt nach Boss. Moment, gibt's hier bloß Münzen oder gibt's hier auch noch was richtig Cooles? Nee, nur das. Hier gibt's mir verdächtig viele. Okay. Nicht noch so ein Ding? No. Shit! Den kann ich doch jetzt gar nicht mehr, wenn ich jetzt klein bin, bashen, oder? Komm schon! Tschüss! Ah! Na, wir haben ja noch einen. Jetzt haben wir. Aha! So. Ob das jetzt Boss-Time ist, meine lieben Freunde? Oh nee, noch nicht. Erstmal wieder noch ein bisschen Leiter-Action hier. Och, kommt! Das ist ein scheißen Dreck hier. Verdammt. Boah. Jetzt wollen sie es ja wissen, wa? Jetzt wollen sie es wissen.
Oh, Boss Time. Oh, oh. Ach, die Scheiße. Noch seinen Kopf springen oder was? Ja, muss ich diese kleinen Hansels hier nehmen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So tut er mir nichts. Okay. Komischer Boss. Ach, die sind ein Feuer, ist ja nervig. Das macht er jetzt ein paar Mal oder wie? Ah, irgendwas muss ich doch. Irgendwas muss ich doch mit dieser Kanne machen. So. Warum muss ich diese... Wo kommst du diese Rücken her? Nee, okay. So, da werde ich mal eine bessere Stelle speichern, damit wir uns das hier nicht immer wieder angucken müssen. Was muss ich mit dieser Kanne machen? So? Musst du pupsen, oder? Oder muss ich... Irgendwie habe ich ihn jetzt gebasht. Okay, Moment. Machen wir es jetzt so wie mit der Hexe. Mit dem Geist. Jetzt haben wir schon zweimal, dreimal. Ah. 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 So. Ach, diese Kanne, die macht immer... Ah, okay, alles klar. Okay. Die muss richtig stehen, damit sie mir solche
Ah, verdammt! Das Ganze ist wirklich diese verdammte Kanne, die irgendwie mal richtig rumstehen muss. Damit sie mir diese Wolken macht, auf die ich stehen kann. So. Nein, verdammt, die stand ja schon richtig. Boah, ist das blöd. Hätte ich die mal nicht angefasst. Jetzt. Komm. Jetzt soll ich nochmal speichern, ja? Das haben wir ja schon ein paar Mal gebasht, ja? So, Kanne, mach mal. Achso, ich muss die mal wieder schütteln. Ah, okay. Verdammt. Ah, verdammt. Das ist aber auch schwer. Hammer? Haha. Oder kommt da noch was? Verdammt, 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 verdammt. Kaboom! Peach, was machst du denn hier? Mario, nein, ehrlich? Jawohl, geiler Gastauftritt. Tschüss. Ich glaube. Hallo Meister, du hast Wünsche frei. Ist ein Wunsch frei. Ah. Okay. Oh, 384 Münzen. Hey. Aber nicht unbedingt eine Traum-Highscore, würde ich sagen. Naja. Und ein Schatz. Na? Gibst du mir das Geld? Ja. Yeah. Tschüss. Und dafür krieg ich bestimmt ein ganz, ganz kleines Schloss. So eine Eingangstür oder so. Da lang. Okay. Ja, Vogelhäuschen. Yay. Na, immerhin. Hammer's? Hammer's!
Heieieiei, in den letzten beiden Parts muss ich ganz schön viel speichern und self-staten, weil die Gegner echt fies sind. Aber es war ganz cool. Das war das erste Mal, dass ich dieses Spiel überhaupt gezockt habe. Fandst du ganz lustig, ein paar Sachen waren ganz schön mies. Aber im Großen und Ganzen hat mir das Spiel sehr gut gefallen. War auch sehr umfangreich für ein Gameboy-Spiel, muss ich sagen. Grafisch, klar, Gameboy-like, logisch. Soundtechnisch, wie auch nicht anders zu erwarten, Gameboy-like. Guter Sound, lustige Musik. Und das ist eben das erste Wario-Spiel gewesen, was überhaupt herausgekommen ist. Cool fand ich das mit der Gastrolle von Mario zum Schluss noch, wo er sich dann die goldene Peach-Statue geholt hat. Dann noch überhaupt zum Schluss dann die Auswertung, wie viel Münzen, wie viel Geld wir haben. Und dass sich danach halt richtet, wie groß unser Schloss am Ende wird. Das wusste ich natürlich auch nicht. Sonst hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber naja, ein Vogelhäuschen ist ja auch nicht schlecht. Würde ich mal machen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses kleine Let's Play gefallen. Genießt noch das Intro. Und ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Retro Basti. Ciao.